Da geht's weiter. Okay. Auf zu neuen Schandtaten. Ich trinke mal ganz kurz was. Wir sind ja noch eine Weile unterwegs hier mit dem Aufzug. Ach so. Schauen wir mal, wie es hingeht. Hier ist auf jeden Fall Krach an die Sache. Ich schweine mal zur Spur. Was zum Geier war das schon wieder? Oh. Heide Witzka, Herr Kapitän. Nein, wirklich, muss das sein. Oh, fuck you. Bus! Du Penner! Ihr Penner, besser gesagt. Ich nehme mal kurz hier an mich, was ich an mich nehmen kann. Also nichts. So, nein, die will ich gar nicht. Nein, die will ich gar nicht. Die will ich auch nicht. Die will ich haben. So. Dann können wir nämlich noch mal ein bisschen wenigstens mitnehmen. Und zumindest das lassen wir auch nicht liegen hier. Okay. Der Heli kommt ja zum Glück nicht rein. Also können wir auch mal ganz kurz hier auf jeden Fall erstmal speichern. Na spitze, das klingt doch super. Wo können wir denn dahin am besten? Ich weiß es nicht. Diesen Turm, Wachturm scheint zu sein, oder? Oh Gott! Geronimo! Oh nein! What the fuck? Rein da! Ich glaube, das ist sehr gut, dass wir unterwegs sind. Was? Gut. Wir haben also die Oberfläche erreicht. So viel dazu. Sind wir also endlich mal draußen gewesen und schon sind wir wieder verschüttet. Aber was willst du machen, ne? The Almighty Heli, da hast du keine Chance gegen. Selbst mit der Almighty Crowbar kommst du da nicht gegen an. Aber immerhin können wir mit der Oberfläche Türen aufschlagen. Hallo? Oh, fuck you! Was zum Henker? Ich trau mich nicht weiter. Geh die wieder weg? Ja. Oh, hi. Wartet mal. Hier, wollte ich euch eh schon schicken. Was erlebt noch? Kannst du deiner Oma erzählen? So, hat sich die Sache auch erledigt mit dem Kollegen. Ach, deshalb. Ich sehe schon. Das erklärt natürlich die Widerstandsfähigkeit dieses Kollegen gegen die Handgranate. Er hat sie einfach nicht abgekippt. Och nee, hä? Das ist ja nervig. Okay, es kommen also immer neue Leute nach. Das heißt also, wir müssen einfach mal gehen. So, und diesmal aber wird die Handgranate sitzen, glaube ich. Nicht wahr, Kollege? So. Wir sollten, denke ich, dann drüben ran. Oh nein! Ja, und dann runterspringen. Genau, das war schlau. Das war ja so schlau, ich rede mal. Oh, Stille. Oh yeah. Ihr glaubt gar nicht, was für ein Dröhnen ich auf den Ohren hatte gerade. So. Sind wir zumindest schon mal den Heli los? Wir sind halt einfach nicht... Oh. Gut, ich dachte schon, wir sterben jetzt, wenn wir da reinfallen. Begeben Sie sich zur Kommando- und Kommunikationszentrale. Wir sind halt einfach nicht mit Glück gesegnet, was das Rauskommen angeht. Das Militär hat es auf uns abgesehen. Aber warum? Wir sind doch die Guten. Wir wollen doch nur überleben. Was ist hier nur los? Warum will das Militär alle Menschen töten, alle Überlebenden? Das kann doch nicht sein. Doch kann's. Weil sie Sucker sind. So, wir gucken mal ganz kurz, wo es hier hingeht. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Vielleicht hätte ich auch... Doch, das sieht... Was ist das für ein Abgespann? Ich habe gerade die Hand nicht an der Maus gehabt. Also... Keine Ahnung, was das war. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Vielleicht hätte ich dann erstmal den anderen nehmen sollen. Ja, dann gehe ich erstmal den anderen kurz noch.
sorry für die Umstände, für dieses lange Hin- und Her-Gebatschel, aber ihr seht ja, wie es um mich steht. Und bei so schlechten Skills, wie ich sie habe, da muss halt auch mal alles her, was irgendwie an Gegenständen zu finden ist. Oder ist das hier der richtige Weg nach draußen? Hallo? Speichern wir mal? Hi? Oh, hier sind wir! Ach, erzähl bloß, wir sind hier! Nicht zu fassen! Unbelievable, man! Come on, let's get in! Whoa! Sucker! Ich habe eine Taschenlampe, fällt mir gerade ein. Warum denke ich da nie dran? Okay, jetzt denke ich wieder dran. Denn jetzt bin ich ja aus Schaden klug geworden. Habe zwölf Wissenschaftler-Einheiten eliminiert. Keine Gegenwehr verzeichnet. So viel zum Thema Roboterstimmen. Auch ich habe sie. Auch ich leide an Roboterstimmen. War nicht so schlau. Ich wollte es mal machen. Es hat so gejuckt in den Fingern. Ich konnte nicht an. Es tut mir leid. Aber ich befürchte, wenn ich jetzt da drüber gehen werde, werde ich angegriffen. Kann das sein? Kann das sein? Oh, verdammt, ja, werde ich. Und ich weiß nicht, ob ich gespeichert... Doch, ich habe irgendwo gespeichert. Natürlich, ich habe hier vorne an der Ecke gespeichert. Ja, genau. So, hüpfen wir mal. Sorry, musste sein. Es musste einfach sein. So, und ich höre sie schon wieder, die Bastarde. Los. Hi. Voll gearscht, voll getrollt habe ich dich. So. Weiter geht's. Das hat gut getan. Ich habe einen Headcrab verarscht. Ist da unten einer? Nee, ist bloß... Achso, ist bloß ein Toter. Na dann. Okay, das sind alles Ecken, in denen wir schon waren quasi. Wir sind jetzt einfach nur auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs. Aha. Wenn ich jetzt hier reingehe, komme ich nicht wieder raus, nehme ich an, oder? Ich speichere mal. Doch, das... Hallo! Hier sind wir! Aha, okay. Dann würde mich jetzt aber mal interessieren, wie ich hier wieder... So komme ich wieder raus, natürlich! Es ist einfach über das Gitter, natürlich. Das benutzen wir einfach mal spontan als improvisierte Leiter. Warum auch nicht? So, hoffen wir mal, dass jetzt hier... Achso, hier war ich ja schon. Hier kann ja keiner kommen. Zumindest war ich gerade eben schon hier, bevor ich... Nein, stimmt, ich war ja gar nicht. Ja, ich hatte ja neu geladen. So, die lassen wir jetzt einfach mal sein. Soweit wir sie sein lassen können. Scheiße. Ist hier vorne irgendwas? Ich probiere es mal wieder mit Speichern. Hier ist nichts, was uns helfen könnte. Von daher lasse ich die beiden auch in Frieden da unten. Sollen sie doch bleiben, wo sie sind, wo der Pfeffer wächst. Moment, ich will mal kurz gucken, ob ich hier oben lang. Ist hier was? Kann ich hier oben rauf? Nee, ne? Schade. Ärgerlich. Huch, huch. So, läuft's wieder flüssig, ja? Das ist schön. Ach so, wir haben eine Batterie für die Taschenlampe. Ich vergaß. So. Mal kurz gucken. So. Okay. Solange irgendwo Licht zu sehen ist, ist ja gut. Was war das? Das war das. Ach, ich bin zurückgelaufen. Da wäre die Taschenlampe vielleicht durchgängig hilfreich gewesen. So, jetzt haben wir es aber. Okay. Davon dient ja unser kleiner Headcrab als Wegmarke. Dann wissen wir ja, wo wir wieder sind. Gut. Und dann geht es natürlich doch an dem anderen Weg weiter. Das ist schön. Dann habe ich das richtig eruiert hier. Na, beweg dich raus. So. Und dann ab, hinab mit uns. Wunderbar. So, kurz den Weg beleuchtet. Ich meine, ich weiß ja, dass hier nichts kommt. Von daher eigentlich können wir es auch ausmachen. Wir brauchen sie nicht. So, kurz gespeichert. Na, schauen wir mal, wie wir dem Tode entrinnen können. Hierhin und
okay, da oben kommen wir wahrscheinlich nicht drauf. Dann probieren wir es einfach mal mit dem Weg. Und der sieht gut aus. Hi! Unter Abriegelung verstehen die eigentlich alle umzubringen, die mit dem Projekt etwas zu tun haben. Sehr schön. Würde ich mal sagen, dass sie mit dem Unfall etwas zu tun hatten. Habe ich recht? Hören Sie, wenn hier überhaupt jemand dieser Katastrophe ein Ende bereiten kann, das ist das Wissenschaftlerteam im Lambda-Komplex. Der Komplex liegt am anderen Ende der Basis. Allerdings ist das Transitsystem ausgefallen. Ich weiß daher nicht, wie Sie da hinkommen. Aber irgendwo soll hier noch ein altes Schienensystem existieren, das nicht mehr in Benutzung ist. Irgendwo hinter dem Silo-Komplex. Wenn Sie es schaffen, durch das Raketentestlabor zu kommen, könnten Sie vielleicht durch die alten Tunnels schleichen und jemanden vom Lambda-Team auftreiben. Falls überhaupt noch jemand am Leben ist. Den Leuten da können Sie vertrauen. Sie können uns allen vertrauen. Viel Glück. Das hoffe ich doch, dass ich euch vertrauen kann, Erich. Gut, also müssen wir durch das... Achso, ich habe das Tor geöffnet. Also müssen wir durch das Raketensilo, um zu den Tunnels zu kommen. Und von den Tunnels aus kommen wir zum Lambda-Komplex. Wir haben ein Ziel in diesem Spiel zum ersten Mal, glaube ich, oder? Kann ich hier irgendwas machen? Ist hier was? Nö, oder? Ich kann doch hier nicht hoch. Ich kann mich doch schlecht hochziehen, Leute. Keine Ahnung, wozu das ist. Na gut. Das ist ärgerlich. Das brauche ich nicht. War ich hier? Ich war hier schon mal, oder? War ich hier schon mal, Erich? Wehe, dann hätten wir auch beim letzten Mal aufmachen können. Versteck dich, die Bösen kommen. So. Hier geht's. Ach so, natürlich. Jetzt können wir hier weitergehen, wo wir vorher nicht weiter konnten. Ist doch klar wie Kloßbrühe. Ja. Dankeschön. Explosionskrater. Schlagen wir uns mal den Weg frei. Können wir uns den Weg denn freischlagen? Ja. Das machen wir gerade mal noch. War richtig frei. Wir schlagen alles kurz und klein. Da komme ich gar nicht ran. Schade. Ach, ein Headcrab ist das. Ich habe mich schon gewundert, wo der Krach herkommt. Was für ein... Ach nee, das, was den Krach macht, ist was anderes. So. Warte mal, kann man hier was spielen? Was? Hier drüben. Treffe ich überhaupt? Ja, ich glaube, ich habe getroffen. Gut, dann schlage ich jetzt nochmal kurz die Kiste rein. Und dann, da es heute nicht so besonders mit der Technik läuft, irgendwie sind sie putzig. Guck mal, die kleinen Beinchen. Hihi. Und die Ärmchen. Hihi. Und dieser kleine, mopsige Körper. Putzig. Gut, da ist heute... du Sack! Da es heute nicht so gut mit der Technik läuft, würde ich sagen, wir schauen uns dieses ganze hübsche Schienensystem hier beim nächsten Mal an und verharren hier an dieser... Wow. Hi, Kollege. Ja, ja. Schlag, Junge. So. Und verharren hier an diesem Schienensystem. Wobei, vorher können wir noch kurz hier sammeln. Dafür reicht's noch. Nicht wahr? So, kurz gucken. Okay. Genau, hier verharren wir. Ich speichere mal. Und dann verabschiede ich mich eventuell mit einem Knall. Ich weiß nicht, explodiert das? In die nächste Session. Wir sehen uns wieder. Bis dahin.